Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Mittwochsimpuls, heute von mir. Ja, wir machen wieder eine Live-Legung. So, ihr wisst ja, manchmal ist es doch immer interessant oder es ist interessant, manchmal zu wissen, zu sehen, wie geht es denn auf der anderen Seite weiter. Ich weiß, es sind viele von euch sehr weit in ihrem Prozess. Viele fallen aber auch immer wieder zurück. Denn es ist nicht einfach, den Seelenpartner loszulassen. Es ist nicht einfach, den Seelenpartner aus seinem Leben zu lassen. Aber trotz alledem kämpft ihr jeden Tag. Seid euch dessen bewusst, dass man auch Dinge, die nicht mehr gut tun, dass man die gehen lassen darf. Ich habe auch viele Kommentare oder ich mache viele Readings oder Zoom-Meetings. Und es ist trotz alledem immer noch diese Anziehungskraft. Viele sagen mir auch, lieber bleibe ich mein ganzes Leben lang alleine. Ich brauche keinen Sex mehr oder sonstiges oder dieses oder jenes. Und ich kann euch nur sagen, ich sehe das anders. Denn dieses Gefühl, mit jemandem verbunden zu sein, dieses Gefühl dieser tiefen Liebe, auch in der sexuellen Hinsicht, auch der sexuelle Austausch, den kann man nicht einfach so ad acta legen. Und ich weiß, es ist schwer, sich das oftmals einzugestehen. Man ist das sehr im Kopf, aber ja, aber auch das Herz spricht einfach da, die Seele auch, unser Unterbewusstsein oftmals eine andere Sprache. Trotz alledem, ich möchte gerne heute nachschauen, wie es denn auf der anderen Seite aussieht. Wie die Gefühle sind, die Gedanken, ja, was da überhaupt auf der anderen Seite passiert. Ob es auch ehrlich ist, authentisch. Und oftmals ist es eben so, dass viele Männer, wenn du jetzt als Mann für eine Frau zuschaust, bitte münzt es um. Aber ich rede von Männern, weil es einfach die Mehrheit momentan ist oder Männer die Mehrheit sind. Oftmals ist es ja so, lieber bleibe ich in dem gewohnten Umfeld, mach mir selbst wenig Stress, verschließe auch das Herz, lass meine wahren Gefühle nicht mehr zu, habe keine sexuelle Neigung, Verbindung mehr zu meiner Partnerin, mit der ich zusammen bin. Aber das geht auf Dauer nicht gut. Und es wird auch nicht gut oder lange so weitergehen. Da bin ich fest davon überzeugt. Oh, dieser war rausgeflogen. Da haben wir die Wolken. Die Wolken, das ist genau. Ich möchte alles schön unter den Teppich kehren. Ja? Meine Gefühle unter den Teppich kehren. Nicht hinschauen, nicht zulassen. Nichts sehen wollen, nichts hören wollen. Der Teppich, die Wolken sind für mich auch immer so der Schleier des Lebens. Ich lebe hinter dem Schleier. Es ist nichts klar. Ich lasse auch keine klare Sicht zu. Ich lasse auch keine klaren Gefühle zu. Das ist natürlich alles Selbstschutz. Aber wie gesagt, du kannst das zu einem oder bis zu einem gewissen Punkt natürlich tun. Nur irgendwann fällt dieser ganze Schleier über dich zusammen. Und dann kommt das böse Erwachen für viele. Die ist runtergefallen, die nehme ich aber. Die Maske. Ich wollte gerade sagen, dann kommt das böse Erwachen und alles fällt zusammen. Und das ist auch das,
Solange dieser Schleier existiert, verstecke ich alles hinter dieser Maske. Ich lasse nicht die wahren Gefühle zu. Ich lasse nicht mein wahres Gesicht zu. Und das Schlimme ist ja eben, wenn du damit anfängst, verfolgt dich das dein ganzes Leben. Alles, was es betrifft, da gehört die Arbeit dazu, da gehören die Freunde dazu, da gehört das ganze Umfeld dazu. Ich zeige nicht mein wahres Gesicht. Ich verstecke mich lieber hinter der Maske. Und die lassen wir, die nehmen wir aber auch. So, weil es nämlich wunderschön passt. Wenn die mal fallen würde, ja, dann würde der Gegenüber eigentlich mal spüren, fühlen, welche Aufgaben da sind. Aber lieber habe ich diese Maske auf und spüre den innerlichen Schmerz, als überhaupt meinen karmischen Aufgaben zu folgen. Karmische Aufgaben, das sind ja nicht nur die karmischen Aufgaben, ja, das ist ja auch der Seelenweg. Der Seelenweg, den er sich einst vor der Inkarnation gegeben hat. Diesen Aufgaben zu folgen, heißt aber auch, oder würde heißen, ich wachse in meinen Aufgaben. Ich erschaffe etwas, was mich stärkt. Aber nein, da bleibe ich lieber in dem Schmerz, ja, das ist auch der innerliche Schmerz, das ist nicht nur der äußerliche, das ist der innerliche Schmerz, das ist auch das Herz schreit eigentlich danach, wachse, folge dem Ruf der Liebe. Und es tut mir selbst immer so weh, das ist der Hund. Es tut mir eigentlich selbst immer so weh, wenn ich sehe, wie viele eigentlich nicht ihr Leben leben, sondern das Leben anderer leben. Und das ist eigentlich auch bezeichnend, hier auf etwas zu warten. Ja, ich möchte gerne abgeholt werden. Ich möchte nicht meine Aufgaben selbst annehmen. Ich möchte nicht diese Maske fallen lassen, die ich mir aufgebaut habe zum Selbstschutz. Aber ich bin bereit, wenn mich jemand abholt. Das ist völliger Blödsinn, denn oftmals ist genau das eben nicht der richtige Weg, sondern ich muss es in die Hand nehmen. Ich muss auch den Schmerz, den ich fühle, anschauen, um daraus etwas zu lernen, um daraus auch eine Erkenntnis zu ziehen. Das ist schön, hier zu warten, ja, alles abzuwarten. Es könnte sich ja noch was verändern. Vielleicht verändert sich ja was auf der Gegenseite. Nee, ich muss es selbst in die Hand nehmen. Und hier so treu zu sitzen und eigentlich alles aussitzen zu wollen, das ist nicht der richtige Weg. Und da wird... Oh, die ist aber schnell gefallen. Da haben wir die Sense. Die Sense, die ist ja eine Karte, die negiert, die einschneidend wirkt auf die nächste. Schauen wir mal, was da fällt. Der Park für Treffen. Ja, das ist es oftmals hier zu warten, aber auch dann diesen Schmerz zu haben. Sollte ich mich auch dazu bekennen? Die Treffen stehen auch oftmals. Bei mir war es zum Beispiel so, ich habe mir, wenn ich in Deutschland war, natürlich immer gewünscht, die Uli zu treffen. Wenn sie dann mir mal sagte, nö, sie hat keine Zeit, dann bin ich papsig geworden. Dann war das für mich unverständlich, wieso hat sie keine Zeit für mich? Und das ist auch oftmals jetzt in dieser Konstellation mit dir so. Du möchtest das natürlich auch nicht mehr, dass er
im Prinzip entscheidet, wann können wir uns treffen oder können wir uns wieder treffen. Vielleicht sehen das sich ja auch so sehr danach, einfach deine Umgebung zu spüren, deine Aura zu spüren. Aber trotz alledem, es ist immer dieser Schmerz, weil er nicht abgeholt wird, im Prinzip nicht mitgenommen wird, aber auch nicht erkennt, dass es eigentlich seine Aufgabe ist, hier etwas zu verändern. Dass es niemanden gibt, der da helfen kann, sondern es ist seine Aufgabe, es ist seine oder es ist sein Weg, sein Seelenweg. Nicht nur für Treffen, nicht nur für die Öffentlichkeit, ja, sondern auch, ich glaube auch, zu sich öffentlich zu stehen. Endlich mal den Schritt nach vorne wagen, endlich mal auszusprechen, anzusprechen, was denn wirklich wichtig ist. Ja. Und hier auch nicht zu sich zu stehen, nicht öffentlich zu sich zu stehen, das immer wieder im Prinzip zu unterbrechen. Vielleicht bin ich kurz davor, aber nein, es wird wieder abgebrochen. Ich mache mich zwar, oder ich versuche mich auf den Weg zu machen, aber ich versuche mich auf den Weg zu machen und da fällt der Weg. Aber bei der Hälfte des Weges stopp ich. Und das ist ja auch hier das Problem. Normalerweise ist dieser Weg auch vorgesehen, um auch die Aufgaben anzunehmen. Aber ich, wie ich es gerade gesagt habe, ich stoppe meinen Weg. Ich möchte mich zwar auf den Weg machen, aber ich irgendwo mitten im Geschehen breche ich alles ab. Aber hier auf die Seele zu hören, auf das Unterbewusstsein, ja, das ist genau das, was vielen, vielen fehlt, was viele auch nicht wirklich, es sind so viele, verstehen, dass sie damit nicht weiterkommen, dass sie damit im Prinzip sich selbst behindern. Und da fällt die Lupe. Und das aber auch anzuschauen, wohin geht denn mein Weg, ja? Ich darf es anschauen, ich muss es vergrößern, ich muss auch etwas vergrößern, um mit dem Selbstbetrug und der Selbstlüge aufzuhören. Kompass, anderer Mann, der Mond. Das sind auch die Ängste. Das sind die Ängste, natürlich dich auch an jemanden anders zu verlieren. Die Seele, das Unterbewusstsein, weiß es eigentlich. Der Kompass, ja, der Wegweiser, das ist unser innerer Wegweiser, unsere Seele. Die weiß den Weg. Den Weg haben wir uns irgendwann mal vor der Inkarnation schon vorgegeben. Nur viele haben sich verloren auf diesem Weg. Nicht zu handeln, weiterhin diese Maske aufzuhaben, nicht authentisch zu sein, bringt natürlich diese Angst hoch, dich auch an jemanden anderes verlieren zu können. Nur die vier Eckkarten hier mit den Wolken, dem Baum, den Ruten, hier dem Weg und dem Fuchs ist ja eigentlich bezeichnend für die momentane Situation. Dieser Selbstbetrug, die Selbstlüge an sich, aber den Schmerz innerlich zu spüren, ja,
ich könnte doch. Oder ich kann. Aber dann hält mich wieder was zurück. Dann möchte ich es mir aber wieder nicht klar anschauen. Und dieses Zurückhalten, dieses Nicht-Anschauen, sich da auch selbst zu belügen, ist ja genau der Punkt, was momentan in dem Kollektiv sehr groß ist. Dadurch fühle ich mich ja auch immer klein. Ich fühle mich ja nicht groß, dass ich mich auch groß mache. Nein, ich fühle mich klein. Und das ist schmerzlich. Ich fühle mich auch oftmals dann, so sind die Gedanken, so nehme ich das wahr, als Mann in dem, für den Mann in dem männlichen Kollektiv, so klein, dass es mir aber auch dann diesen Schmerz bereitet, ja, den Schmerz bereitet, nicht handeln zu können oder nicht handeln zu dürfen, so wie ich es gerne möchte, weil eben alles unter diesen Teppich gekehrt wird, weil es nicht klar angeschaut wird. Auch hier, klar anschauen, du darfst etwas ablegen, auch die Maske. Authentisch, Authentizität, das ist was, was eigentlich verlangt wird. Aber wenn ich mir das nicht anschaue, ja, mit der Lupe, wenn ich es mir nicht anschaue, dann wird es mir auch nicht klar und dann kann ich auch diese Maske nicht ablegen. Hier den Schmerz anschauen, aber dann auch die Aufgaben annehmen, in den Aufgaben zu wachsen. Hier auch dieses Öffentliche, ja, sich auch öffentlich zu zeigen, sich auch öffentlich zu präsentieren, auch zu sagen, ich stehe öffentlich auch zu meinen Entscheidungen. Denn das ist Teil meiner Aufgabe. Es nicht zu tun, ist genau diese Lüge, dieser Selbstbetrug. Und ich kann nur eins sagen, es wird irgendwann, wird es leider diesen Personen, diesen Menschen auf die Füße fallen. Denn die Seele, die schreit eigentlich danach. Die Seele schreit nach Authentizität. Das Unterbewusstsein, dieses ständige Bauchgefühl, was ich habe, etwas nicht richtig zu tun, nicht auf dem richtigen Weg zu sein, wird schlimmer und schlimmer. Und dann aber auch noch dazu die Angst, dich an jemanden anders verlieren zu können. Oder vielleicht auch die Angst, zu wissen, ich habe sie bereits an jemanden anders verloren, das wird ganz schlimm. Das wird schlimm. Aber der Mond ist ja auch etwas, was beleuchtet werden möchte in der dunkelsten Zeit. Ja? Da aber dann auch was zu lernen. Da wirklich aus dem etwas zu lernen und zu sagen, ja, ich weiß, ich habe etwas falsch gemacht. Ich bin nicht meinem Seelenweg gefolgt. Ich hätte mir das früher anschauen müssen. Aber jetzt muss ich handeln. Jetzt habe ich die Möglichkeit bekommen und jetzt handle ich. Auch wenn ich nicht weiß, ob sie jemals wieder zurückkommt. Aber trotz alledem muss ich jetzt etwas tun. Nämlich für mich. Um auch hier mich nicht mehr zu belügen und natürlich mich nicht mehr zu betrügen. Denn das bringt auch viele Enttäuschungen in einem. Und diese Enttäuschungen machen müde, machen langsam, machen lahm. Ja, sie pushen mich nicht nach vorne. Aber das ist eigentlich, was hier aufgezeigt werden soll. Etwas zu verändern. Aus diesen Schmerzen, aus diesen innerlichen Schmerzen eine Erkenntnis zu ziehen. Was sind meine Aufgaben? Wohin führt mein Weg? Nicht auf der halben Strecke einfach stehen zu bleiben. Nicht auf der halben Strecke umzukehren,
sondern jetzt mal durchzulaufen. Ja, meine Lieben, herzlichen Dank fürs Zugucken. Ich freue mich aufs nächste Mal. Ich bin ja bald wieder für euch da. Macht's gut. Alles Liebe, euer Micha. Tschüss.